Dr. O. Das Neueste vom Tage. Sprechender Lobotomit erreicht Denkfabrik. Seine Absicht? Unbekannt. Unbestimmt. Seine Anwesenheit hier? Unmöglich. War er mal Nachrichtensprecher? Sie sind Dr. O, richtig? O? Oh ja, ich werde Sie nicht berichtigen. Zumindest haben Sie das mit dem Doktor hinbekommen. Dafür muss ich wohl auch noch dankbar sein. Eilmeldung! Was sehen meine Augenmonitore? Ist das Robco-Technik an Ihrem Arm? Tatsächlich? Wie können Sie es wagen, so etwas anzuschleppen? Was, mein Pip-Boy? Irgendein Problem mit Robco? Wie können Sie es wagen, Robco-Technik hier anzuschleppen? Und auch noch angeben wollen? Wie großartig Robert House und seine tolle Firma waren! Oh, unsere Securitrons sind tausendmal besser als die von Big MT und sie halten tausendmal länger. Seien Sie froh, dass ich keine Hände habe, um Ihnen diesen Stip-Boy vom Arm zu reißen und keine Füße, um ihn genüsslich zu zertreten. Ich glaube, ich beunruhige Sie besser nicht damit, was House und die Roboter seitdem getan haben. Mich sorgen wegen House. Warum sollte ich? Hoffentlich ist er ganz allein in einem dunklen, schäbigen Kämmerlein verreckt. Und mit ihm seine verruchten Bottussis, diese schmuddeligen biologischen Fanghandschuhe. Schön langsam, ich wollte nur ein paar Fragen stellen. Na schön, fragen Sie. Ich habe gehört, Sie und 8 wurden von früheren Besuchern angegriffen. Dazu sage ich lieber nichts. Und 8 wird auch nichts dazu sagen. Dem haben Sie ordentlich das Sprachmodul kurzgeschlossen. Es waren auch nicht alle Besucher, nur dieser eine von ihnen. Er nahm die Kontrolle von Little Yang Tse an sich, unserer alten Menschenfarm. Erzählen Sie mir, was passiert ist. Dieser Mensch, es war unglaublich. Er brach aus der Denkfabrik aus, in Sekundenschnelle. Dann übernahm er Yang Tse, besorgte sich Bombenhalsbänder und fing an Testsubjekten zu experimentieren, bis er die richtige Frequenz hatte. Wir schickten ihm Roboter entgegen, aber er hatte so eine aufgemotzte Laserwaffe, mit der er sie in Scheiben schnitt wie Käse. Papier. Als er sich in den Zentralrechner hackte, wurde 8 kurzgeschlossen. Bei mir adressierte er die Prozessoren neu, um das Schienennetz zu kontrollieren. Für die zerstörten Bahntunnel können Sie sich bei unserem Besucher bedanken. Der hat die alles kurz und klein gemacht. Während wir versuchten, die Oberfläche zu versiegeln, brach er mit einem der Züge durch einen Tunnel. Inzwischen versiegelt. Aber... Glaube, den, von dem wir gerade hören, den finden wir oder den begegnen wir im nächsten DLC? Ich bin mir gerade nicht mal sicher. Falls jetzt jemand denkt, dass ich spoilere, kann ich ja noch nicht, weil ich das DLC halt noch nicht gespielt habe, aber ich habe da so eine Ahnung, wer es sein könnte. Und das ist halt auch wirklich nur eine Vermutung. Wer waren die anderen? Noch 2 menschliche Exemplare. Eines kam nicht lange nach dem Unruhestifter. Und das letzte... Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich dachte, das erste würde man in Y-17 lobotomisieren, aber irgendwie ist sie entkommen. Sie? Das letzte Subjekt? Klein könnte mehr darüber wissen. Er sprach mit ihm und ließ ihn dann aus der Denkfabrik. Hoffentlich wusste er, was er tat. Okay, bei dem anderen Kurier wüsste ich eventuell auch, worum es geht, aber bei der dritten Person habe ich null Ahnung. Warum? Klein weiß Dinge, die wir nicht wissen. Und ein paar dieser Dinge besprach er mit dem letzten Besucher. Gefährliche Dinge, wenn sie herauskämen. Was machen Sie hier? Alles, was mit Robotern zu tun hat. Wenn Sie einen Roboter sehen, dann ist er von mir. Ein Roboter in Einzelteilen? Von mir auseinandergenommen. Ich habe ein Händchen für Maschinen. Ich kann sie alle außer Betrieb setzen und in einem nicht funktionsfähigen Zustand erhalten. Das klingt nicht besonders beeindruckend. Maschinen kaputt machen. Ach, meinen Sie? Warten Sie nur, bis eine funktionstüchtige Maschine Sie bedroht, dann werden Sie mich noch herbeisehen. Haben Sie einen anderen Namen? Habe ich, ja. Er lautete nicht immer O. Ich habe ihn standardmäßig angenommen, denn so ist es einfach leichter, einen Fehler einzugestehen. Dazu möchte ich nichts sagen. Das ist ein Wunderpunkt, der mein Gel gerinnen lässt. Sprache 65. Sicher, ich bin ein guter Zuhörer. Hab die richtigen Ohren dafür.
Prima, Psychologie. Eindeutig die schlimmste aller Wissenschaften. Gleich nach Koloskodiaristik. Okay, mein Name war und ist nicht O. Es war irgendwas Rundes und ein einzelnes Zeichen. Eine Ziffer, aber nicht O. Aber auch mit verbesserten Sensoren hat es niemand hinbekommen. Es kam immer nur der Buchstabe. Niemals die Zahl. Intelligenz 7. Wenn Sie Ihren Buchstaben mit einer Zahl verwechselt haben, dann ist Ihr Name Dr. Zero. Dr. Null? Jawohl, danke sehr. Null. Ich bin Null. Ist das so schwer? Eine schmale, dünne Null. Ich weiß nicht. O klingt viel beeindruckender. Mein Name ist Null. Ich bin stolz darauf, klar? Er bekommt einfach nicht die Anerkennung, die er verdient. In Wahrheit hänge ich gar nicht so an dem Namen. Mir geht es nur darum, dass die Leute den Unterschied begreifen. Welche Leute? Es ist nur, beide sind so rund und leer. Bei einem Monitorscan heißt es dann immer, ach, das ist O. Einmal Vivisektion, bitte. Intelligenz 9. Wenn Sie zwischen O und Zero, oder nee, zwischen 0 und O unterscheiden wollen, ziehen Sie doch einfach einen Strich durch die 0. Was? 0. Ziehen Sie einen Strich durch. Habe ich einen Gehirnstrahl abbekommen? Genial! Ich meine, auf die Idee wäre ich natürlich selbst auch gekommen. Irgendwann. Ach, was soll's? Da wäre ich niemals drauf gekommen. Ich komme nämlich auf gar nichts. Ich bin total nutzlos. Ich komme auf gar nichts. Wieder Zweideutigkeit? Nein, lassen wir das. Und genau deshalb sind Sie eine wahre Null. Okay, den Witz hatte ich zwar auch schon im Kopf, aber dass man den hier dann auch nochmal bringen kann, sehr schön. Wir unfähigen Schwachköpfe so. Kann ich die Frage auch netter stellen? Denn genau das ist mir auch im Kopf rumgewebt. Geschwobt? Geschwoben? Geschweben? Geschwappt? Herumgeschwappt. Wie mein Gehirn. Und genau deshalb sind sie eine wahre Null. Nee. Das ist es also, was sie sein wollen? Richtig. Zumindest war der alte Name unstrittig. Oh, klingt eher nach Verwunderung. Oh, da bin ich in etwas reingetreten. Nun, Null ist mächtig. Es reduziert alles, was damit multipliziert wird, zu Null. Bei einer Entdeckung. Vielleicht sollten Sie die Namen beiseite lassen und sich auf Erfolge konzentrieren. Was haben unsere Fähigkeiten jemals für uns getan? Ich bitte Sie. Ihre Lösung gefällt mir. Mit so einem Strich könnte ich mich hervortun. Wenn ich es denn wollte. Die größte Null der Denkfabrik. Niemand wird ihm entgehen können. Dem Strich durch die Mitte. Danke, mit Ihnen zu reden hat wirklich so einiges an Frustration gelöst. Reden? Was für eine primitive Form des Gedankenaustauschs. Also, Null, haben Sie irgendwelche erstaunlichen Entdeckungen, die Sie mitteilen wollen? Wissen Sie, meinen Namen so zu hören? Ich muss sagen, das wirkt angenehm entmagnetisierend auf meine Bildschirme. Was Entdeckungen angeht, tja, natürlich. Sehen Sie nur, eben gerade gebaut. Erbaulich, nicht wahr? Zwei Elektroschrott hinzugefügt. Zwei Altmetall. Okay. Das ist wirklich interessant, was auch immer es einmal war. Ich versuche es gar nicht erst schön zu reden. Ich habe einen der Monitore kaputt gemacht und diese Innereien hier kamen einfach herausgepurzelt. Könnten Sie mir das aufbewahren bis, naja, bis in alle Ewigkeit wäre mir sehr recht. Erzählen Sie mir von Möbius und seinen Monstern. Möbius, dem Genie, ist es gelungen, aus Ersatzteilen beeindruckende Roboskorpione zu basteln. Sogar einen Anstrich hat er ihnen verpasst. Habe versucht, sie auseinanderzunehmen. Aber jedes Mal fliegen sie mir granatenmäßig um die Ohren. Und ich trage Verbrennung davon. Jedes Mal. Angeblich hat er sogar noch größere Modelle. Sogar einen gigantischen Roboskorpion. Irgendwo in der verbotenen Zone. Na klar, ein riesiges Monster. Ein gigantischer Roboter-Skorpion?
Tja, verrückt was. Wie aus einem uralten Science-Fiction-Film. Lächerlich und wenig wahrscheinlich. Ich habe die ganze Zeit solche komischen Ausschläge auf dem Mikro. Hört man die jetzt oder nicht? Ich versuche herauszufinden, warum die da sind. Ich klopfe gerade unter den Tisch, aber das schlägt nicht aus. Nö, nee, atmen auch nicht? Keine Ahnung. Ich hoffe mal, man hört es nicht. Können Sie mir etwas über diese Einrichtung erzählen? Big MT war ursprünglich nur ein Berg. Aber dann kam es zu einem kleinen Missgeschick. Jetzt ist er ein Krater und die Kuppel liegt offen. Verstehen Sie mich nicht falsch. So wirkt der Nachthimmel wie ein Planetarium. Und all diese Spektren erst so entspannend. Ich brauche mehr wertlose Deckel, um die Handelsfunktionen der Zi oben zu testen. Vielleicht habe ich noch ein paar. Lassen Sie mich nachsehen. Ja, unter den Monitoren waren noch ein paar. Bitte sehr, hilft, Ordnung zu halten. Ich glaube, wir haben lange genug miteinander geredet. Also dann, bis zu unserer nächsten planmäßigen Audioübertragung. Wann habe ich das denn bekommen? Okay. Was machen wir? Hatten wir eins mit Wissenschaft plus 10 oder plus 5? Dann kommen wir auf 100. Ich gehe mal auf Nummer sicher. So, Feilschen ist eigentlich auch schon hoch, aber egal. Dann kriegen wir Sachen billiger. Dietrich müsste ich eigentlich auch noch hoch machen. Ja, komm, halt. Du. Dann haben wir es jetzt auf 80, dann können wir auch die kleinen Heftchen benutzen, die plus 20 geben. Falls wir da mal irgendwas auf 100 haben, was überhaupt, also wenn irgendwas, wenn wir einen Expertenschloss finden. Ich glaube, es war Experte. Das, wofür wir 100 brauchen. So. Dr. Klein. Haben Sie alles gemacht, worum wir gebeten hatten? Wenn nicht, werden wir nicht zögern, wieder nachzufragen. Ich mag übrigens diesen Synchronsprecher, aber das habe ich, glaube ich, auch schon mehrfach gesagt. Haben Sie schon die Technologien zurückgeholt? Wie bereits angezeigt, brauchen wir sie. Ich habe gehört, die früheren Besucher der Kuppel hätten mit Ihnen geredet, Ihnen Fragen gestellt. Hm? Oh ja, der letzte Besucher. Also der letzte vor Ihnen. Hatte einen interessanten Namen aus einer unmöglich auszusprechenden Sprache. Unmöglich. Worüber sprachen wir noch? Ein melancholischer Kerl. Hatte viele Fragen zur Geschichte. Aber unser Gespräch wurde unterbrochen. Zweimal, glaube ich. Einmal, als die Züge entgleisten. Und das zweite Mal, als... Seltsamerweise finde ich beim Zugriff auf meine Datenbanken keinen Hinweis auf das zweite Mal. Möbius dauernde Übertragungen lenken mich ab. Wir haben den zweiten Besucher auch nicht gehirngeschrubbt. Er weiß vielleicht etwas, das er nicht wissen sollte. Glaube ich. Vielleicht. Nun ja, ich bin sicher, dass es unwichtig ist. Ich mache keine Wahrnehmungs- oder Berechnungsfehler. Die Wahrscheinlichkeit ist also auf meiner Seite. Okay, Wissenschaft 70. Ich würde mich geehrt fühlen, wissen, dass die Denkfabrik über Wissenschaften teilen will zu... Was? Ich würde mich geehrt fühlen, wissen, dass die Denkfabrik über Wissenschaft teilen will zu hören. Wissen zu hören. Ich würde mich geehrt fühlen, Wissen zu hören. Okay. Aber ja, wir sind voll von dem Wissen, von dem Sie sprechen. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann fragen Sie einfach die anderen. Sie können Ihnen weiterhelfen. Okay. Sie scheint der zu sein, der das Sagen hat. Sind Sie? Ich bin Dr. Klein, Hauptforschungsleiter der Logistik- und Ideologie-Abteilung hier am Big MT. Ich bin überrascht, dass Sie noch nicht von mir gehört haben. Ich bin der Vordenker auf diesem Feld. Erster Vorsitzender, als ich noch sitzen konnte. Wer ist Dr. Möbius?
Dr. Möbius war nicht immer diese grausige, durch Wissenschaft verderbte Kreatur, die Sie auf dem Schirm sehen. Er war einer von uns. Ein Freund. Er forschte in Zweigen, die denen der Denkfabrik entgegenliefen. Hirne, Hirne, Hirne. Immer ging es um Hirne. Also schickten wir ihn ins Exil. Er sagt, er wäre aus freien Stücken gegangen, aber damit wollten wir ihm nur die Schande ersparen. Jetzt schickt er seine intelligenzverschlingenden Skorpione aus der verbotenen Zone, um die Geheimnisse des Big MT zu stehlen. Er ist eine Landplage. Diese mechanischen Roboskorpione konsumieren Intelligenz? Sind Sie sich sicher? Roboskorpione ziehen Intelligenz von Lebewesen ab. Wie? Medikamente? Ich bin nicht sicher. Vielleicht hat er einen anderen Effekt auf Maschinen. Wenn ja, dann könnten sie immun sein. Ist es chemisch, dann haben wir nichts zu fürchten. Da wir Angst haben, muss es was anderes sein. Und da Sie keine Angst haben, können Sie es testen. Genial. Warum habe ich dieses seltsame passive Gefühl hier drin? Es ist ein Nebeneffekt des Zerebralschrubbens. Es hält Sie nicht vom Ausscheiden ab oder vom Fragenstellen. Das ändere ich beim nächsten Mal. Die hormonbedingten, aggressiven Tendenzen werden aber aktiv unterdrückt. Sie sind tabu und in der Denkfabrik nicht erlaubt. Das Schrubben sorgt auch für ihr Schweigen, damit Big MT sicher bleibt. Diese Anlage ist streng geheim und sie dürfen mit niemandem darüber sprechen. Hätte man auch mit den Letzten machen sollen. Und das Anti-Aggressionsschrubben auch. Ach Gott. Schrubben. Wieder bei Zweideutigkeit, ne? Warum die Anti-Aggressionsprogrammierung? Nach den letzten Besuchern mussten wir Vorkehrungen treffen. Sie haben binnen kürzester Zeit eine große Menge Schaden verursacht. Wir hätten sicherstellen sollen, dass Sie Big MT nach Ihrer Abreise nicht erwähnen können. Ein Flüchtigkeitsfehler. Wer waren diese Besucher? Dr. Acht und Dr. O können Ihnen mehr dazu sagen. Dr. O wohl mehr als Acht. Im Kampf gegen die Besucher wurde Achts Stimmmodul beschädigt. Belassen wir es dabei, dass diese Besucher nicht willkommen sind. Sie haben viel Wissen und Technik gestohlen. Und sie haben einen Zug kaputt gemacht. Was ist das für ein Ort? Das hier ist die Denkfabrik, das Nervenzentrum des Big MT, das großartigste Forschungszentrum, das der Welt und uns bekannt ist. Hier testen und testen und testen wir noch mehr im Namen der Wissenschaft, der Atomkraft, der Kernkraft und der Wissenschaftskraft. Ich habe gehört, dass dieser Ort Große Lehre genannt wird. Ja, weil die intellektuell etwas Unterlegenen ein M und ein T nebeneinander sehen und dann Occams Rasiermesser anwenden. Während ihrer Zeit hier werden sie den richtigen Namen dieses Ortes benutzen. Und das gilt auch für die anderen Wissenschaftler hier. Die große Lehre, MT. MT steht für Mountain. The Big MT? Ach, Big MT. Ah, The Big MT. Ja. Okay. Ja, ein Witz, der in der Übersetzung verloren gegangen ist. The Big MT. Ich wüsste gerne etwas über die verbotene Zone. Diese leuchtend rote Narbe? Dieses Laser-Lobotomie-artige Labyrinth, das fast schon kindisch aussieht, das ist Möbius' Festung. Aus diesem hämorrhoidalen Abgrund schickt er seine fantastischen Roboskorpione, um uns zu ängstigen und zu nerven. Immer seine Melodramatik. Kannst du mir mehr über diese Pylonen erzählen?
Fragen Sie Burroughs. Ich denke, er weiß mehr über den Zaun als jedes andere Hirn. Außer vielleicht Möbius. Möbius war, soweit ich weiß, am Bau beteiligt. Aber er ist so ein Schummler, dass er wahrscheinlich Burroughs Notizen und Baupläne kopiert hat. Ich habe ein paar Fragen über diese Gehirnextraktion, die Sie alle durchgeführt haben. Nun, wir haben es nicht wirklich getan. Wir haben eher aufgeräumt. Der Autodoc läuft auf Automatik, aber mit unserem Programm. Oder dem von Möbius. Diese neue Falte mit der Tesla-Spule in Ihrem Schädel kam unerwartet. Wir hatten natürlich errechnet, dass ein Durchbruch kommen würde. Irgendwann. Dala weiß mehr. Sie überwachte die Rückgratausschabung und die Herzbeschneidung. Und sie hat beides in die Tanks im Becken geworfen. Recht steril. Hat sich ganz schön Zeit gelassen. Sie braucht bei Lobotomie-Operationen immer länger als erwartet. Keine Ahnung, warum. Ich weiß es. Sie sagten vorher, dass Möbius mein Gehirn haben könnte? Ja, aller voraussichtlichen Wahrscheinlichkeit nach ja. Möglicherweise. Dass es an Möbius gegangen sein könnte, ist nur so eine Ahnung. Ich weiß nicht warum, aber der Chirurgiecode könnte damit etwas zu tun gehabt haben. Ich bin nicht sicher. Ich weiß nur, dass es sich selbst verlegt hat oder weggeschwebt ist. Manchmal steigen sie in Roboter und machen Unsinn. Natürlich. Wissenschaft 35, was ist dieser Autodoc-Operationscode, den Sie erwähnt haben? Medizinische Autodoc-Routinen sind von Möbius. Also ist er für den Postorgandump verantwortlich? Ja, er lässt immer Hintertüren offen. Dauernd muss man sie finden und schließen. Der Autodoc hat alle seine Routinen gelöscht. Er war gründlich. Nur Möbius weiß jetzt noch, wie der Eingriff vorgenommen wurde. Vielleicht. Nun... Und Ihr Gehirn natürlich. Es dürfte auch wissen, wie der Eingriff vonstatten ging. Mein Gehirn würde das wissen? Es kann den Vorgang kommunizieren, wenn wir es untersuchen. Es ist durchaus möglich, chirurgische Skalpellabdrücke nachzuweisen. Es könnte etwas dauern, aber Ihr Gehirn hat keine Schmerzrezeptoren und wird uns daher bei der Sektion nicht anschreien. Ich hasse Geschrei im Labor. Ja, vor allem, wenn man Patienten nicht sediert. Was ist dieser Autodoc-Operationscode, den Sie erwähnt haben? Möbius' Legacy-Code war in diesem alten Autodoc, ja. Er brannte nach der Prozedur durch. Wir sind also nicht ganz sicher. Das war Pech. Uns wäre sehr damit gedient gewesen, zu wissen, wie der Durchbruch stattfand. Selbst mit einem neuen Chip wären diese Daten verloren. Warum sollte Möbius mein Gehirn wollen? Warum will er uns zerstören? Warum hat er Roboskorpione mit intelligenzentziehenden Stacheln gebaut? Das liegt daran, dass er sein Biogel schon sehr lange nicht mehr gereinigt hat. Er leidet an psychologischer Korrosion. Er ist verrückt. Damit wäre die Frage auch beantwortet, was... mit anderen Robotern passiert müsste, als wir, ne, die habe ich ja gestellt, als wir Rex repariert haben, sozusagen, das Biogel auch bei anderen Robotern und so wie wir sehen, bei denen hier auch, ist anscheinend nicht mehr ganz so gut. Diese mechanischen Roboskorpione konsumieren Intelligenz, sind Sie sich sicher? Dr. O ist sich seiner Ergebnisse sicher. Niemand sonst in der Denkfabrik würde sie testen wollen. Gehirnkraft verlieren. Schrecklich. O hat oft gesagt, dass er Möbius Robobaupläne nicht verstehen kann, weil er so oft von Roboskorpionen gestochen wurde. Ich glaube, er hat einfach nur keine Ahnung, was er damit machen soll. Das war's erstmal. Danke. Ja, auf Nimmerwiedersehen. Oh, eine ganze Aufnahme nur geredet mit den... Wissenschaftlern kann man sie eigentlich nicht mehr nennen. Pappnasen, das trifft es eigentlich besser. So, jetzt will ich mir gerade nochmal angucken, wo unser Rückgrat und unser Herz sein soll. Ich könnte schwören, ich habe hier eben alles durchgedingst.
Biologische Forschung. Ich habe mir doch eben alles angeguckt. Wo ist unser Rückgrat? Und wo ist... Ah! Hier ist ihr Rückgrat. Ohne Hirnstamm, um es daran festzumachen, schwimmt es hier. Ihr Rücken fühlt sich durch die Entfernung des Rückgrats nicht anders an, wenn überhaupt. Was auch immer da implantiert wurde, sorgt dafür, dass sie sich stärker fühlen. Von den anderen Tanks im Raum ausgeschlossen, können Sie sicher davon ausgehen, dass dies der Ort ist, wo Ihr Gehirn schwimmen würde. Es befindet sich momentan weder im Tank noch an seinem angestammten Platz in Ihrem Kopf. Aber es scheint Ihnen auch ohne es ganz gut zu gehen. Das ist Ihr Herz. Anscheinend haben Komplikationen bei der Schädeloperation es erfordert, dass es entfernt wird. Bis Ihr Gehirn wieder an seinem angestammten Platz ist, kann man nicht davon ausgehen, dass Ihr Herz in Ihrem Körper weiterschlägt. Ihr neues Herz scheint allerdings wunderbar zu funktionieren. Ich habe diesen Raum hier eben übersehen, ne? War sowas von. Okay. Gut, bevor wir dann das hier verlassen und bevor ich gleich niesen muss, bedanke ich mich fürs Zuschauen und nächstes Mal gehen wir dann nach draußen. Also, bis dahin. Ciao.